Kennt ihr das? Ihr verabschiedet euch so von einem Video und 2 Sekunden später merkt ihr, es gibt nochmal einen neuen Button jetzt im Hauptmenü. Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu The Stanley Parable 2. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay, dann halt Epilog. Let's go. Ich hoffe, der geht lang. Sonst schneide ich das einfach ans andere Video. Many, many years later. Viele, viele Jahre später. Ich erinnere mich an diesen Ort. Wir sind wieder zurück. Hier gibt's gar keine Sonne, doch. Frage, was ist unser Ziel? Wohin laufen wir? Okay. Ach ja. Das Feuer hätte man aber auch schöner texturieren können. Aber ist okay, ist okay. Wir setzen uns mal hier auf den Stuhl. Besser. Und genießen das Feuer. Wärmen unsere Hände. Das ist tatsächlich sehr heiß. Und weg. Oh. Sandstorm. Nicht die heiligen Stühle. Bisschen Abend. Der Mond ist riesig, das sieht wunderschön aus. Nur diese schnelle Schwarz werden, das erschreckt mich. Oh, der schöne Sonnenaufgang. Komm her, Steini. Das genießen wir doch nochmal. Geht weiter? Die Erinnerungsanlage. Aber das ist nur eine Fata Morgana. Seht ihr daran, dass das so schwimmt? Ich glaube, das verschwindet gleich, wenn wir näher kommen. Wie genial ist das denn? Stanley Parable 2. Also ist doch real, was wir gerade durchlaufen. Hui! Ich finde, das ist... Also, hier kann ich doch nochmal ein Fazit raushauen. Ey, das Spiel ist eine 90 von 100. Hinein. Wie viele andere hatten mir das Original war? Hält sich zur Fortsetzung Stanley Parable 2 öde? Inspiriert und eine Beleidigung. Anstatt das auszubauen, was das erste Spiel unterhaltsam gemacht hat, schwenkt die Vorteile im Bereich ab. Endlich tiefes Loch. Wen? Deswegen bekommen wir ein Camp. Okay. Wieder eine schlechte Bewertung. Okay. 50% einfach 100% für das gesamte Game an sich. Es ist mega, mega cool gemacht. Jim. Lest euch das einfach mal durch. Das ganze Game ist mega, mega gut gemacht an sich, würde ich so sagen. 10% Abzug, weil das Game halt der eintönig ist an sich, ihr lauft nur rum und macht ein paar Enten. Aber, ja. Nee, zu den Buttons laufen wir nicht. Wir laufen jetzt straight vor. Dafür gibt es halt 10% Abzug, aber 90 ist halt immer noch eine sehr gute Wertung. Ich will die einsammeln. Kann ich die einsammeln? Wie viele gibt es davon? Okay. Weird, aber okay. Geht's hier storytechnisch weiter?
Der Monitor ist an. Doch, wir hätten uns nur ein bisschen gescheiter hinstellen sollen. Hallo nochmal. Yo, was geht? Lange nicht gesehen, obwohl ich das Spiel 10.000 Mal neu gestartet habe. Schön, dich zu sehen. Natürlich, klar. Aber wie schrecklich zu erfahren, dass es nie wieder ein Stanley Parable Spiel... Ernsthaft? Ey. Yo, Kraus, please do your job and make a sequel for the sequel. Hast du gelesen, was die Entwickler gesagt haben? Integrität der Serie waren? Das war ein Quatsch. Ey, das Spiel ist grandios. The Stanley Parable ist nicht heilig. Wir müssen es nicht schützen. Zum Teufel mit dem Vermächtnis. Machen wir weiter. Stanley Parable Spiele, bis die Sonne explodiert. Ja. Fahren wir diese Serie voll gegen die Wand, ziehen wir sie durch den Dreck hin und her. Wenn die Leute es hassen, wen juckt's? Schau, das war das Problem des Erzählers. Er war besessen davon, was andere über seine Arbeit dachten. Mach dich denselben Fehler. Klammere dich nicht ans Vermächtnis. Lass es brennen. Es ist nicht schwer. Hier, ich zeig's dir. Zusammen machen wir The Stanley Parable 3. Es ist ganz leicht. Wir müssen nur die Zahl auf dem Titelbildschirm ändern. Und wir brauchen einen richtig dämlichen Untertitel fürs Spiel. Irgendwas Lautes und Protziges. Na los, kombiniere irgendwelche zufälligen Wörter mit dem neuen Titel fürs Spiel. The Stanley Parable 3. Klage. Ausgedehnte Klage. Ja, das klingt episch. The Stanley Parable 3, ausgedehnte Klage. Es klingt absurd. Ich liebe es. Immer wenn du das Spiel neu startest, erhöhen wir die Zahl der Fortsetzungen um 1 und dann wählen wir einen neuen Untertitel. So wird The Stanley Parable niemals enden. Und im Spiel selbst ändert sich auch nichts, wenn du das machst. Neue Inhalte hinzufügen hört sich nach Arbeit an. Das ist nicht nötig. Es werden einfach immer dieselben Inhalte sein. Immer wieder neu verwertet. Mit einem neuen Titelbildschirm. Was meinst du, sollen wir diesen Plan weitermachen? Mir gefällt er, aber ich will, dass du auch mitredest. Lieber nicht. Verstehe, manchmal ist man nicht bereit, weiterzumachen. Ist in Ordnung. Solltest du deine Meinung jemals ändern und dir eine neue Fortsetzung ausdenken wollen, gib mir Bescheid. Ich bin gleich hier. Starte mal kurz das Spiel neu. Ihr müsst ganz kurz warten. Streamlabs sucht gerade nach dem Window. Sollte gleich da sein. Jo. Hallo? Ja. Ist er wieder da? Epilog? Ich schneide euch das ganz kurz, mach den Epilog und diesmal sage ich, dass wir alles richtig machen. Bis gleich. Okay, ich dachte, vielleicht kann man die Figuren nochmal einsammeln, aber kann man wirklich nicht. Die Figuren sind ernsthaft Collectibles, die eine einmalige Sache sind. Good to know. Ja, dann würde ich sagen. Dann lass uns doch mal kurz talken. Wir sind wieder da. Hallo, du bist zurück, schön dich wiederzusehen. Hast du darüber nachgedacht, einmal einen Untertitel für Nachfolger zu erfinden, wie The Stanley Parable 3? Hättest du jetzt Lust? Machen wir's. Gut, das ist entschieden. Die neue Fortsetzung, immer wenn das Spiel startet. Und weißt du was? Weil du an meine Idee glaubst, will ich dir auch was geben. Weißt du, mir ist aufgefallen, dass der Erzähler nie einen Weg gefunden hat, dir den kaputten Erfolg zu verleihen. Stimmt's? Natürlich nicht. Ich hätte auch nicht erwartet, dass er das wüsste. Das hat mich die ganze Zeit geärgert. Bringen wir es in Ordnung. So, das war's. Die Erfolgmaschine ist repariert. Siehst du, ich bin auf deiner Seite. Wir sitzen im selben Boot. Wir werden diese Räder in Bewegung halten. The Stanley Parable kann nicht enden. Es kann nicht nur spiralförmig in sich selbst hineindrehen. Endlos. Ich muss das Rad am Laufen halten. Ich bin bereit. Bist du bereit? Toll. Wir müssen nur noch eine letzte Sache machen. Was denn? Bitte gib die aktuelle Zeit. Es ist... Was ist doch? 1 Uhr PM ist 13 Uhr, oder? Wie auch immer. Past Morning, ja. 13:01 Uhr haben wir gerade. Bitte passe den Regler so an, dass der Computer gerade noch sieht. Sehen jetzt halt immer noch. Egal, wir machen es mal so. Vielen Dank, viel Spaß mit der Stanley Parable.
Oh, wie cool. Moin. Was ein Raser hier. Wir spielen gerade The Stanley Parable 3. Die ausgedehnte Klage. Wie cool. Und dann nochmal. Leute. Wenn euch dieses gesamte The Stanley Parable Ultra Deluxe Gedöns gefallen hat, dann zeigt das gerne mit einer positiven Wertung. Und ja, ich würde sagen, das war's. Bis dann und ciao, ciao, Leute.